alle. Das ist für uns nicht greifbar. So, Freunde der Sonne, willkommen zurück zu Ryzen. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass es sowas wie Brutstätten gibt, von ich übrigens noch nichts wusste, aber und anscheinend an diesen Orten werden die Maschinen gebaut, so wie es aussieht. So, ich habe jetzt übrigens keine Ahnung, wo sollen das hier sein. Da würde ich übrigens auch noch gerne hin, hier in diesen Ort hier, weil das sieht aus wie eine riesengroße Stadt. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber auf jeden Fall gibt es irgendwo, oder oben im Norden haben wir auch noch nicht. Ach hier, da. Brutstätte Sigma. Da will ich aber auf jeden Fall hin, weil das könnte nämlich eine meiner Fragen klären, nämlich wozu die Maschinen ja nicht herkommen, wie die gebaut werden. Also es gibt anscheinend Produktionsstätte. Jetzt ist die Frage, replizieren sich die Maschinen selber oder gibt es einen konkreten Ort, wo die Viecher gebaut werden, wenn man die kaputt macht, kommen die wieder welche nach. Warte, das würde mich zu interessanten moralischen Fragen führen, nämlich ob es überhaupt klug wäre, so eine Brutstätte kaputt zu machen, weil die Leute... Ich meine, ihre Existenz basiert teilweise auf Maschinen, ne? So, wer bist du denn hier? Hallo, Dan. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Was? Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Ja, das wäre gut gewesen. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Ja, Versklavung vielleicht? Weil was könnten die sonst noch mit einem tun? Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Ein Genie. Meine Jäger sind... fort. Das ist also anscheinend die Gruppe an Leuten, die sich von ihren Zorn leicht hat überwältigen lassen. Also anscheinend müssen die Nora dringend an ihrer Ausbildung arbeiten. Wie mit der Emotionskontrolle ist es nicht so weit her. Siha Resch. Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Und er bewegt schon wieder die Lippen, ohne was zu sagen. Ja, Ruinen hört sich gut an. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Teufelsdurst war ich da nicht schon? Aber Teufelsdurst ist doch... da, oder nicht? Da war ich da schon! Da habe ich die nicht gefunden? Also, großes Teufelsdurst. Teufelsdurst ist eigentlich sehr überschaubar, wie ich es hier voll der Quest habe. Es gibt hier noch drei Leute, mit denen ich reden kann. So, rede mit Maria in Mutterkrone? Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich dachte, ich bin in Mutterkrone. Ich bin in Mutterkrone, ja. Drache einer Tochter, rede mit Soleil. Neue Quest, jo. Also, Nebenquests sammeln sich hier auf jeden Fall gut an. So, wie bist du denn hier noch? Hallo. Time? Kriegerin. Mutterkrone könnte deinen Bogen gebrauchen. Wofür denn? Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Nicht nur. Wir brauchen Eberhäute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Ist es toll? Im Osten gibt es viele Eber. Hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen. Lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter. Vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese heute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Ah ja. Amla, so, was ist das? Schmiertepp? Ich sagte, dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Ja, bestimmt. Hallo, Lut. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin.
Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Das klingt aber sarkastisch. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Vielleicht. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Ganz recht. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Ganz recht. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Alter, was ist das für ein arroganter Fatzke? Was soll das, ein Jagdgebiet? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehört uns mal. Aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Mhm. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Das Ding mit den Kaja ist immer noch, da bin ich immer sehr gespalten. Prinzipiell sind die Kaja anscheinend technologisch weiter, zumindest was die Kulturstufe angeht. Aber auf der anderen Seite scheinen dadurch, dass die Kulturstufe, der Unterschied nicht so gewaltig ist, scheinen die immer noch Respekt vor den Nora zu haben. Weil prinzipiell ist die Technologie von denen auch, meine, haben die auch Speere, die haben auch Bögen. Die haben halt noch keine weit überlegene Waffen. Also Armbrust haben sie ja scheinbar auch noch nicht. Insofern ist wahrscheinlich, dass von gut trainierten Krieger haben die wahrscheinlich immer noch genauso viel Angst. Also zumindest Respekt scheint da zu sein. Das wird zumindest erklären, warum die Kater die Nora noch nicht geroffelstormt haben. Was soll man damit Sonnen? Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit 3 verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Ganz recht. Das Problem ist bloß, ich habe überhaupt keine Eisenschockpfeile, glaube ich. Nee, ich habe nur Feuerpfeile. Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. Toll. Sind gut erledigt. Oh Mann. So, ich war eigentlich wieder Quest hier, ne? So, tap, 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 tap. So. Ach, guck mal, hier ist noch ein Feuer. Wir sollten vielleicht mal speichern. Viel speichern ist wichtig. Ich hätte auch nach dem Dialog speichern können. So. Ach, das ist tatsächlich. Dings ist tatsächlich die einzige rothaarige weit und breit, ne? Die werden herausfinden, wer unser Volk. Die mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Ich hab mich auch nicht direkt angeschlichen. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung. Aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Was? Warum? Steht ihr das? Wir werden sehen. Steht Ihnen offen? Ich meine damit, es gibt ein Kaja vor, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Mhm. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Ach, Hilfe. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Klar. Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Oh, ich kann Fragen stellen. Aber die Fragen sind ausgegraut, oder? Hab ich die nicht schon mal gestellt? Das Kaja vor? Das Kaja vorliegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Mhm. Ja, prinzipiell müsste doch den Namen noch kennen. Die könnt ihr ruhig mal nennen. Aus Interesse aber würde mich das sehr interessieren. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen. Und zur Göttin beten. Das ist Feuer ist besonders effektiv. By fire, be purged! Kaya und die anderen, die haben hier mal ein paar Takte. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's?
Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Mhm. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Neugier! Also das ist, Aloy zeigt ja schon so einen gewissen Entdeckerdrang, ne? Ich bin übrigens total beeindruckt von ihrer komischen Brustplatte, die die hat. Dass die so gut passt. Und vor allen Dingen, von welchem Teil ist die abgefallen? Also, die scheint ja perfekt zu passen. Oder andererseits, ich glaube ja immer, dass das von diesen Tieren, also die mechanischen Tieren, dass diese Panzerungsplatten, die da drauf haben, dass die nicht besonders hart sind. Stell dir mal vor, die werden irgendwie aus tatsächlich irgendwie guten Pressstahl, die werden auch unmöglich zu zerstören, die Viecher. Also wenn ich die Maschine gebaut hätte, also ich als Ingenieur, die wäre unzerstörbar. Also zumindest in dem Sinne, die war nicht mit einem Speer. Klar, du könntest die Muskelfaser durchtrennen und so weiter und so fort, aber nicht, dass du das Ding frontal hauen kannst. Und das, also die Optik, das kann ich ja noch verstehen, aber die Panzerplatten an der Seite, keine Chance. Da könntest du jahrhundertelang drauf bauen, also wirklich. Das sind eigentlich immer noch, dass die Maschinen absichtlich gebaut sind, zerstört zu werden. Weil zum Beispiel der Verderber, der sah auch viel mehr so aus, wie ich eigentlich so eine Maschine erwarten würde. Halt komplett abgeplattet, keine offenen Muskeln. Also die Dinger haben ja an den Seiten haben die so eine Muskelstränge. Also zumindest bei den Läufern, bei den Grasen ist mir gerade aufgefallen. Die, so funktioniert. Es gibt übrigens tatsächlich so eine Motoren, die so funktionieren. Also wie ein bisschen ähnliche Muskeln. Das ist eine Folie, wo auf einer Seite Gold ist und auf der anderen Seite was anderes. Wenn man eine Spannung anlegt, dann zieht sich das zusammen oder nicht. Das entwickelt erstaunliche Kräfte. Ist aber noch weit entfernt, irgendwann mal benutzt werden zu können. Dorfverteidigung? Eigentlich sieht die Dorfverteidigung doch top aus. Das ist hier eine erhöhte Position, ringsherum ist ein Fluss. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Nochmal diese fatalistische Ader. Na gut, ich muss auch gehen. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Ja, ja, bestimmt. Das war jetzt aber nicht das, was ich eigentlich dachte, wer sie ist. Ich hatte doch hier irgendwie... Die Rache der Nora treffe ich mit Varen Sona. Die suchen an den Toren, reden mit Variante. Das habe ich jetzt gemacht, schön. Töte sie übrigens. Was habe ich schon gemacht? Nebenquest, die Rache einer Tochter? Rede mit Solai. Ach so, das ist ja. Das ist nämlich die andere Quest, die ich eigentlich. Das ist nämlich die, mit der ich eigentlich sprechen würde. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte eigentlich, das wäre die gewesen. Ist aber offensichtlich nicht. Vorne ist Solai. Das müsste nämlich die Tante sein, oder? Ich öffne euch Solai. Ach, hier ist Solai. Hallo, Solai. Auch keine roten Haare. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Tagturm, von Tagturm haben wir schon was gehört, oder nicht? Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Wer zur Hölle ist Said genau? Also, das ist vielleicht der, das wird wahrscheinlich nicht der Typ sein, der uns da böse gewirkt hat, aber vielleicht die gleiche Fraktion? Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Also gab es anscheinend beim neuen König eine voll Amnestie für die alten Haudegen des vorherigen Typens. Hallo. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst.
Es heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Korruption? Maria weiß vielleicht mehr, aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Mit Maria habe ich doch schon gesprochen, oder? Bin mir zu leid. So, habe ich jetzt noch eine neue Quest? Begrüße zum Tag. Gut, alles klar. Gut, und dann habe ich noch eine eigene Quest für das Ding? Ah, Brutstätten. Ah. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall zur anscheinend Sigma-Brutstätte. Warte mal. Ich würde gerne reiten eigentlich. Haben wir hier in der Nähe noch irgendwie so ein... Oh, was ist das hier? Warum ist das rot? Verdorbene Zone, Level 15. Oh je. ich speichere mal ab und versuche da mal durchzukommen, durch die verdorbene Zone. Also, verdorbene Zone, Level 15 klingt nicht so wie ein Gebiet, was ich bei Ihnen schaffen könnte. Ich speichere mal ab hier. Auf jeden Fall. So, verdorbene Zone, Level 15. Halleluja. Nein, ich bin selber Level 12. Was soll schon schief gehen? Ein bisschen schleichen. Obwohl ich ja keine Ahnung habe, was verdorbene Zone heißt. Nachgebiet. Vielleicht kann ich hier auch sehr gut vorbeilaufen an der verdorbenen Zone. Ach, eigentlich ist das 400 Schritte eigentlich gar nicht so weit. Das ist eigentlich nicht so, viel Gründe hier irgendwie großartig jetzt. Das war's fürs Erste. Der Dunst lüftet sich. Welcher Dunst? Da habe ich gerade Schweine gehört. Gras, ich warte mal, ein Gras habe ich überhaupt kein Interesse eigentlich. Ich brauche immer noch. Da vorne ist ein Schwein. Oh Gott. Ich hab den falschen Bogen bei. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Ja, lass dich nicht mehr aufhalten. Hallo, Freunde. Fickt euch! Hab alles. Tschüss. Für keinen Ärger. Lass mich in Ruhe. Mann. Also zu meiner Verteidigung. Ich wollte das Vieh ignorieren. Ich wollte unter Streitigkeiten ruhen lassen, aber nein. Monsieur Graser muss ja unbedingt hier mir Streit anfangen. Jetzt eh ohne oder was? Kommt ja schnell der nächste hier an, der hier schon wieder streiten mir möchte. Ich hätte die Kanone übrigens gern, die das Ding da benutzt. Die sind mächtig. Warum wollen hier eigentlich mal alle Viecher streiten mir? Weißt du, ich will hier nur vorbeirennen an denen, aber nein. Hi, Fies. Aber da hinten ist so ein... Moment mal. Stärker als gewöhnlich. Die Flammen, sie verbrennen sie. Ja. By fire be purged. Sag ich das nicht schon? Wenn das hier das standardmäßige Bedrohungspotenzial von diesen verderbten Gebieten ist, muss ich mir eigentlich keine großen Sorgen machen. Übrigens, das Einzige, was mir Sorgen ist, ich habe das jetzt extra gelernt, dass ich mehr Lebenspunktebalken habe. Also mehr Heilzeug. Das heißt, das noch nicht einmal benutzt. Also. Weil ich habe einfach nicht. Nehme ich lieber mit. Ich habe einfach meinen Heilbalken noch nicht voll gesammelt seitdem. Oh Mann. Laufen. Oh, komm, da hinten ist noch ein Feuer. Das ist übrigens sehr schön hier. Das ist. Wisst zwar immer noch gerne, wo geografisch ich eigentlich bin. Weil wir haben hier irgendwie Berge, wir haben hier Städte, die mitten in den Bergen liegt. Aber das ist irgendwo noch ein Ort auf der Erde. Das ist einfach das komplette Fantasieort. Also, oh, was ist da hinten? Noch mehr Graser.
Okay, ich gebe zu, dass diese Jagdmethode auf jeden Fall deutlich billiger ist, als ich es jetzt gemacht habe. Okay, das Vieh hat mich anscheinend gesehen. Das kommt mir gelegen. Okay, gut, das war jetzt tatsächlich, also so zu jagen ist auf jeden Fall am effizientesten. Warum mühen sich irgendwelche Leute überhaupt noch mit Pfeilen ab? Einfach die Grase abtätern, alles gut. Was, wer hab ich denn da hinten gesehen? Da hinten habe ich irgendwas gesehen gerade? WTF? Ja, die Funkgeräte von den Grasern müssen auf jeden Fall gut sein. Oh. Was hab ich noch gesehen anscheinend? Also wie mehr als anderthalb Lebensmittelbalken kriege ich irgendwie nie zusammengesammelt. Naja. Was soll man denn noch für ein Kang? Das ist aber irgendwie verdächtig. Also das Arealendeck, Läufer? Moment mal. Läufer kann ich da hacken, oder? Ha, sehr nützlich. Total, aber warte mal, kann ich hier nicht mal eben. Okay, wir reiten anscheinend doch. Du hörst mir. Läufer besteigen. Gibt mir falsch. Ach ja. Ich frag mich, ob die Läufer gerne reiten oder ob das einfach nur dazu führt, dass ihre Energieaggregate verbraucht werden. Und sie dadurch am Ende. Ein Porky. Und los! Gott! Ach, verdammte Schweine, das muss ich wieder ewig hinterherrennen. Das hat nicht mal irgendwas gedroppt, oder? Doch, was Blaues. Aber ich glaube, das ist das, was ich brauche, diese komischen Knochen zu meiner Inventararbeitung sind leider. Das brauche ich. Ah! Oh, lieber heute sammeln? Stimmt, für Time. Nein. Das ist so eine Quest, die kann ich ja nicht ganz gut nebenbei machen. Wer hat denn hier die Wächter erledigt? So, Wächter. Aber ich kann doch hier irgendwo mein Tierchen ranrufen, oder? Ja. Ein sehr treues Tier, oder? Also. Das sollten sich die anderen Nora vielleicht mal abschauen hier. Das ist, wenn man hier so Viecher rumreiten kann, ist das auf jeden Fall eigentlich besser dran. Ah, die gucken alle nur doof. Okay, du würdest auch ziemlich doof gucken. Wildtierkill, was? Wildtierkill? Seid jetzt schon wieder umgeritten. Oh. Ich hab dann wohl auch so den Waschbären überlaufen. Warte mal, Busch für Sigma? Okay, gut, die restlichen 5 Meter können wir auch laufen. Da sind doch welche Wächter? Das wird mir unterwegs sicher. Stell mal lieber noch ein paar Pfeile her. Brauche ich noch. Na gut, das ist. Im Prinzip habe ich ja nicht relativ viele Ressourcen. So. Oh. Das ist dann also Brutstätte 7. Das muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Es muss einen Weg reingehen. Irgendwo. Die Tür erinnert mich ein bisschen an so. Was sagt denn die Analyse dazu? Oh. Ich sehe das Signal. Leistungsstark zum Prozessorkern unbekannter Macher. Ursprung in der Nähe. Okay, es ist also. Also mein Fork. Voruntergangs-Artefakt kennt dieses Signal nicht. Hm, vielleicht sind die Maschinen das Werk eines einzelnen wahnsinnigen Wissenschaftlers, der die Katastrophe, wie auch immer sie geartet war, überlebt hat. Oh, was ist das hier? Der Laser des Todes? Warte mal, Moment. Aua. Lass mir das. Ich habe keine Zeit mehr zum Erholen. Nimm dies! Und die hat nur die Substanz hier. Aua! Was ist da hinten für ein heftiges Ding? Ach du Scheiße! Was ist das?
Das sieht irgendwie mehr aus wie irgendwie. Die Explosionspfeile scheinen ganz gut einzuschlagen bei dem Vieh. Oh, ist es tot? Was zur Hölle war das denn gerade schon wieder? Das kenne ich noch nicht. Panzerwanderer, ah. Oh, leuchtendes Geflecht. Also die droppen zumindest ordentlich Zeug, die Viecher. So, da hat die gute Jägerin es anscheinend nicht geschafft, in die Budi einzudringen. Das kann ich überhaupt nicht erklären, warum sie hier die Viecher nicht tot gekriegt hat. Es gibt hier nur so ungefähr 20 Gegner. Die hier irgendwie. Warum war der Panzerwanderer vor allem hier kommt? Also, unerklärlich, wenn man das hier nicht schaffen kann. Und so. Okay, die Pfeile sind echt cool. Die Zerspringerpfeile, aber die sind leider auch ein bisschen teuer. Ah, und wieso. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, ich habe halt schon wieder für den Kampf hier draußen übel Heilung verbraucht. Hab jetzt auch nicht mehr so unendlich viele Heiltränke und drinnen warten wahrscheinlich noch 10 Gegner auf mich, die irgendwie meine Heilung böse beeinträchtigen. Das wäre wahrscheinlich also ganz klug, hier vorne noch mal ein bisschen Heal mitzuschleppen, bevor ich was mache. Da vorne ist irgendwie die Tür. Apro Tür. Mal. Was? Manchmal macht es so eine Randsturmattacke, wenn man so einen schweren Angriff macht. Manchmal halt nicht. Trotzdem bräuchte ich hier immer so heilen. Helfen, wird er besser gesagt. Jetzt wird es hier vor allem schon wieder dunkel. Ich meine, das wird wahrscheinlich, wenn ich die Zentral da betrete, wahrscheinlich sowieso egal, aber. Was ist da vorne schon wieder? Oh, okay, die Wächter. Vielleicht interessiert mich hier gerade so ein bisschen weniger. Wo ist denn das da? Oh, ein Lagerfeuer. Sehr gut. Obwohl es wahrscheinlich nicht so die beste Idee ist, wenn ich jetzt von dieser dummen Tür weggehe, weil die Viecher wieder alle respawnen. Reinholz, das ist alles Reinholz. Ich brauche doch Heilung. Naja, Quicksave mal trotzdem mal lieber aus Sicherheitsgründen. Da ich, dass meine Medizinvorräte relativ gering sind. Was ist die Möglichkeit, diese dummen Heilpflanzen viel besser zu erkennen? Ich renne halt immer irgendwelche. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Du da! Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Ja, ja, bestimmt bald. Ach, hier ist ja mein Pferd. Die Typen kenne ich doch. Außer die nur nachts dabei. Hier habe ich doch mein Pferd gepackt. Hier stand doch gerade noch so ein Karren rum, wo niemand dran stand. Egal, dafür bin ich jetzt nicht hier. Ich wollte zur Brutstätte Sigma und das werde ich jetzt auch machen. Ich finde den Eingang. Den Eingang gefunden habe ich schon. Das hat bis jetzt auch keiner erforscht, all den Jahren. Weil das bietet sich ja prinzipiell an, oder? Na gut, gehen wir mal durch die Tür, aber in der nächsten Folge, wenn es da wieder heißt, Horizon. Macht's gut, bis dann. Ciao.